Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Und da stehen wir nun hier im Lager, wo sie alle kämpfen. Allerdings würde ich, bevor wir die Gespräche anfangen, tatsächlich einfach mal hineingehen nach Haven und in die Kirche, weil ich denke, wir sollten mit unseren führenden Persönlichkeiten doch mal ein Gespräch führen in Bezug auf das, was wir hier erfahren haben. Der Bauer sei mit euch. Ja, natürlich. Auf geht's. Gut, dass ihr zurück seid. Wir haben von eurem Treffen gehört. Tatsächlich? Meine Spione haben mich natürlich informiert. Es ist eine Schande, dass die Templer ihren Verstand ebenso aufgegeben haben wie die Hauptstadt. Wir mussten etwas unternehmen und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Ja, und wir haben den Hebel, den wir brauchen, um mit den Templern und Magiern zu sprechen. Ist das so? Lord Suchalusches ist nicht mehr der Mann, den ich einmal kannte. Das stimmt. Er hat den Orden irgendwo hingeführt, aber was hat er vor? Die Berichte dazu waren sehr seltsam. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich bin sicher, dass nicht alle im Orden den Lordsucher unterstützen. Oder der Herold trifft sich stattdessen einfach mit den Magiern in Redcliffe. Denkt ihr, unter den aufständischen Magiern herrscht eine größere Einigkeit? Das könnte 10-mal schlimmer sein. Hört auf mit dem Gezänk und trefft endlich eine Entscheidung. Ihr habt recht. Wir sollten Redcliffe nicht ignorieren. Die Magier könnten das Risiko wert sein. Sie sind mächtig, Botschafterin, aber verzweifelter, als ihr ahnt. Ihr denkt, die Einladung könnte eine Falle sein? Wenn einige der aufständischen Magier für den Zwischenfall beim Konklave verantwortlich waren... Dasselbe könnte man auch über die Templer sagen. Das stimmt allerdings. Ich bin im Moment nur nicht sicher, ob wir genug Einfluss haben, um gefahrlos an den Orden heranzutreten. Dann braucht die Inquisition eben an noch mehr Orten Spione. Darum könnt ihr euch kümmern. Wir besprechen in der Zwischenzeit unsere anderen Möglichkeiten. Da wäre noch etwas. Vor einigen Monaten verschwanden die grauen Wächter Ferelden's. Also benachrichtigte ich die Wächter in Orlais, aber die sind ebenfalls verschwunden. Für gewöhnlich zöge ich niemals in Betracht, dass sie in diese Sache verstrickt sind, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Das klingt in der Tat merkwürdig. Die anderen schenken meinem Verdacht keine Beachtung, aber ich kann das nicht ignorieren. Vor 2 Tagen hörten meine Spione in den Hinterlanden von einem grauen Wächter namens Blackwall. Wenn es eure Zeit erlaubt, sucht ihn bitte. Vielleicht kann er meine Bedenken zerstreuen. Und wenn nicht? Dann zieht vielleicht ein stärkerer Sturm auf, als wir dachten. So, Liliana, du hast also einen großen Wunsch, da nachzuhaken. Was ist geschehen mit den grauen Wächtern? Ja, warum bloß? So, unsere liebe Chasi hatte einen Stufenaufstieg. Jetzt lass mich doch einfach mal schauen, was ich ihr hier steigern möchte. Pass auf. Den wende ich ja schon mal hin und wieder an. Bewegst du dich durch Gegner hindurch, erleiden sie Schaden und werden abgekühlt. Das wäre das eine. Belebender Schritt. Du gewinnst jedes Mal Mana hinzu, wenn du dich mit Schritt ins Nichts durch einen Gegner hindurch bewegst. Das Ding ist, korrigiert mich da ruhig, wenn ich da jetzt was Falsches sage. Wenn ich das steigere, dann kann ich, glaube ich, trotzdem immer noch zwischendurch zwischen diesen beiden hin und her switchen, meine ich. Ich weiß nicht so recht, aber ich nehme tatsächlich dich. Wunderbar, weil jedes Mal, wenn wir jetzt durch die Gegner hindurch fegen, wie ein Wirbelsturm, machen wir zusätzlich Schaden. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, auf geht's. Wow! Danke, liebes Spiel, dass du mir angekündigt hast, dass es einen Stufenaufstieg gab, nach
nachdem ich schon selber damit klargekommen war. Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Aber ich lasse es euch wissen, falls sich das ändert. Schön, auch hier werden natürlich Gespräche geführt untereinander von den einzelnen Charakteren. Wir hatten sie ja schon alle losgeschickt, mit Verwandten der Trevelyans befassen, werte Lady Montellier. Die Verwandten von Andrastes Herold sind mittlerweile wesentlich zurückhaltender, was das Thema Inquisition angeht. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass sie das Thema tunlichst vermeiden. Worum auch immer sie uns in Zukunft bitten werden, ihre neu gefundene Bescheidenheit ist ausgesprochen angenehm. Mit besten Grüßen, Lady Buddleford. Danke. Ja, und liebste Liliana, du hast dich mit Varric befasst und knallhart in der Oberstadt. Meine liebe Liliana, euer schreibender Freund ist ein wahres Mysterium. Wir sind bei unseren Nachforschungen auf eine Reihe ausländischer Kosten gestoßen. Die Spur des Geldes führt von Antiva nach De Winter in den freien Marschen und nach Orlais. Jemand hat seine Spuren gut verwischt, aber nicht gut genug. Euer Autor befindet sich in Kirkwall. Oh, okay. Und denkt daran, ihr schuldet mir einen Gefallen. A. Wer ist A? Jedenfalls gab das ein Amulett der Macht. Amulette der Macht zeige ich euch gleich. Der Terran von High Ever. Kommandant Cullen, eure Ehrengarde war bei der Totenwache zu Ehren der Göttlichen ein willkommener Anblick. Als Zeichen meines Dankes sende ich euren Truppen fereldische Waffen und Ausrüstungsobjekte. Hochachtungsvoll, Terran Fergus Cousland. Ja, da hattet ihr ja auch geschrieben, wie kommt dieser arme Kerl wohl damit klar, dass seine ganze Familie ausgelöscht worden ist. Wir haben ja nur den Anfang des Cousland's gespielt und ihr hattet ja bei dem Anfang wahrscheinlich auch noch eventuell in Erinnerung, dass selbst die Frau von Fergus und sein Sohn Opfer dieses Angriffs von diesem boshaften Menschen waren. Und wie kommt man damit klar? Schwer, ne? Echt schwer. So, suchen wir uns ein paar neue Aufträge heraus. Sorgen eines Adligen. Herold, eure Inquisition sagt, sie stünde für Ordnung im Chaos, Vernunft in der Dunkelheit. Wenn ihr dazu steht, tretet vor und vertreibt die Ketzer aus meinem Land. Sie sagen, sie seien Flüchtlinge, doch ich habe Elfen und Abtrünnige unter ihnen gesehen. Dreckige Wilde, die an unseren Wurzeln zehren. Unsere Monarchin weigert sich, Armeen zu entsenden und meine eigenen Ritterschaft wurde beim Konklave schwer gebeutelt. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen, um den Frieden in meinem Land zu wahren. Beweist eure Loyalität und ich werde euch für euren Glauben reich belohnen. Lobet das Licht. Lord Kildrian oder Kildan von Ferelden. So, was möchtest du machen, Kallen? Wir könnten ein paar Patrouillen schicken, allerdings wäre es mir lieber, sie würden den Flüchtlingen helfen, nicht diesem Lord Kildrin. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir könnten uns seine Tobsucht zunutze machen. Meine Spione könnten die Flüchtlinge vertreiben und Lord Kildrins Gunst zugewinnen. Das klingt doch gut. Ah ja, Lord Kildrin. Ein Ausgestoßener selbst unter seinesgleichen. Lehnen wir höflich ab und belassen es dabei. Das wäre nichts tun. Aber ich finde, Lilianas Idee ist die Dann beste. Dann wollen wir doch mal sehen. So tun, als ob. Sehr schön. Die rote Jenny, die Inquisition braucht Bienen. Wirklich. Ich weiß zwar nicht, wie jemand auf so eine Idee kommt, aber ich erkenne durchaus den Nutzen. Allerdings ist das Gebiet für eine Suche doch ziemlich groß. Eine Anmerkung von Josephine auf einer Nachricht von Sarah. Von wem soll sie auch sonst sein?
Wisst ihr was? Jede Feier ruiniert Bienen. Ich kenne einen Mann, der einen beibringt, wie man sie gefahrlos, aber wütend in ein Glas sperrt. Sie sind stechwütig. Entschuldigung. Und taugen nicht für Honig, aber sie sind perfekt, um sie zu werfen. Er ist irgendwo im Süden, Sarah. Sarah hat ein Glas voller Bienen gezeichnet, das jemanden im Gesicht trifft und einen Hintern. Okay, Sarah. Ha, du bist beschäftigt. Ich kann einen Boten zu den Bands entsenden. Wenn uns diese Waffe helfen kann, werden wir sie auch finden. Das klingt gut. Das Gebiet ist zu groß, um es selbst abzusuchen. Wir sollten einfach denjenigen, den man findet, eine Belohnung versprechen. Du willst eigentlich gar nichts machen, ne? Aber das klingt nicht schlecht. Nun denn. Es klingt nicht schlecht. Ja, können wir leider nichts machen. Auf Seiten von Orly, was haben wir denn da? Pflicht und Wahrheit am kaiserlichen Hofe. Das könnte was für Josephine sein. Der kaiserliche Hof. Ein Brief an Vivienne liegt geöffnet auf dem Tisch. Oh, okay. Eine Notiz wurde ergänzt. Josephine, Liebste, ihr solltet euch darum kümmern. V. Meine liebste Vivienne. Ihr könnt die schockierenden Anschuldigungen gegen die Inquisition noch nicht vernommen haben. Sonst hättet ihr euch gewiss niemals mit diesen Leuten gezeigt. Ach, komm, bitte. Erlaubt mir als euer Freund, euch die Augen zu öffnen. Es heißt, dass die göttliche Justinia tatsächlich am Leben ist und die Inquisition ihre engsten Vertrauten und treuesten Diener dieses Chaos auf ihren Befehl hin inszeniert hat. Da ist einer nicht ganz davon überzeugt, dass Justinia tot ist, oder er möchte einfach nicht der Tatsache nicht ins Auge blicken, dass Justinia tot ist. Das ist Sucherin Pentagast und Schwester Nightingale waren, die das Konklave sabotiert haben, um Rivalen innerhalb der Kirche zu eliminieren und dem Magieraufstand und den Templern mit einem Streich die Köpfe abzutrennen. Um euren eigenen Ruf zu retten, müsst ihr diese Verbindung sofort beenden, in tiefster Sorge, Vicomtesse Elodie de Moreau. Ja, leider ist Liliana beschäftigt. Wir brauchen die Unterstützung der Adligen, um gegen dieses Gerücht vorzugehen. Ich kann einige Besuche arrangieren. Mach das, Josephine. Wunderbar, dann hätten wir unsere Leute schon mal wieder auf Reisen geschickt. Und dann können wir uns jetzt getrost mit den Gesprächen auseinandersetzen, die wir noch führen werden. Mit Mutter Giselle hatte ich, glaube ich, gesprochen. Schauen wir mal, was hier so los ist. Amulett der Macht für Varric. Oh, ja, das zeige ich euch als erstes. Dafür geht man mal einmal ins Inventar. Nein, nicht Waffen, sondern Accessoires. Und da ist das Amulett der Macht. Das können wir Varric getrost anlegen. Und somit kriegt Varric, das ist auch direkt verschwunden, wie ihr seht, und somit kriegt Varric einen Stufenaufstieg. Das sind diese Amulette der Macht. So, dann schauen wir mal, was hier noch so los ist. Ah, Lady Trevelyan. Hättet ihr einen Moment? Aber natürlich, Josephine, für dich doch immer. Ja, Botschafterin? Ich würde mit euch gerne über eure Eltern sprechen. Was möchtet ihr wissen? Ich würde gerne einen Boten entsenden, um die Bands des Hauses Trevelyan zu bitten, sich uns anzuschließen. Was denkt ihr? Sollten wir eure Familie ersuchen, die Inquisition offiziell zu unterstützen? Soweit es die Trevelyans betrifft, könnte meine Gegenwart mehr Türen schließen, als sie öffnen würde. Mein Verhältnis zu meiner Familie ist nicht unbedingt das allerbeste. Es tut mir leid, das zu hören. Ich werde euch in diese Angelegenheit nicht weiter bedrängen. Andere jedoch schon. Valroyo hat Notiz von eurer Abstammung genommen. Das verschafft der Inquisition ein gewisses Ansehen, wenn auch nicht so sehr, wie wir gehofft hatten. Warum nicht? Ihr stammt aus Ostwick.
Orlesianische Adlige erachten die freien Marschen als ein wenig rückständig. Und es hat nicht das Geringste damit zu tun, dass ich eine Magierin bin? Ihr seid für sie kein ungewohnter Anblick. Magiern aus adligen Familien werden dort größere Freiheiten zugestanden. Abgesehen davon stand der Zirkel von Ostwick in dem Ruf, eher beschaulich zu sein. Ja, man muss erst in einem Turm voller gelehrter, manierlicher Magier gelebt haben, um zu wissen, was echte Langeweile ist. Selbst der Zusammenbruch unseres Zirkels ging ohne jegliche Aufregung vonstatten. Alle sind einfach gegangen. Kein Wunder, dass das Vertrauen der Leute in die Templer erschüttert ist. Die Templer in Ostwick waren ziemlich gerecht. Einige von ihnen waren sogar fast freundlich. Kommandant Cullen wird sich freuen, das zu hören. Für einen Mann, der dem Orden nicht länger angehört, nimmt er dessen Fehler doch ziemlich persönlich. Im Gegensatz zum Zirkel ist dieser Ort hier leider alles andere als ein Hort der Zivilisation. Ich hoffe, ihr findet die Bedingungen in Haven nicht zu schlicht für jemanden eures Standes. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr derartiges gewohnt seid, Botschafterin. Man gewöhnt sich daran. Und ich versuche immer genug zu tun zu haben. Das hilft mir, mich von den Umständen abzulenken. Und der Kälte. Und den Tieren. Und dem vollständigen Mangel an Zivilisation im Umkreis von etlichen Meilen. Ach, mir ist unerklärlich, wieso irgendjemand freiwillig hier gelebt hat, bevor Andrastes Asche gefunden wurde. Ich kann es kaum erwarten, dass wir einen besseren Platz zum Leben finden als ein paar Hütten inmitten eines Eissturms. Oh, es ist so eine Erleichterung zu hören, dass jemand anderes das laut ausspricht. Wenn es nach mir ginge, würden wir, sobald es sicher ist, augenblicklich nach Val Royaux umziehen. Unsere Feinde wissen ohnehin, wo wir sind. Da könnten wir auch ebenso gut an einem etwas zivilisierteren Ort auf sie warten. Ja, die... Bitte sagt mir Bescheid, falls ihr etwas findet. Natürlich. Die Optionen, die ich da gewählt habe, passten, denke ich, recht gut zu unserer kleinen adligen Chasi. Auch wenn sie Magierin ist, so ist sie dann doch vielleicht eine kleine Rebellin in ihrer Familie gewesen. Weil, man stelle sich vor, du wirst als Kind deiner Familie entrissen und einfach irgendwo reingesteckt. Da kannst du nur zu einer kleinen Rebellin werden. Letzten Endes ist Chasi ausgewählt worden vom ersten Verzauberer ihres Zirkels, um nach Haven zu gehen, um dem Konklave beizusitzen. Das könnte schon mal so ein bisschen darstellen, dass sie im Zirkel sicherlich eine etwas größere Nummer war und dementsprechend unter Umständen aufgrund teilweise ihres adligen Wurzeln durchaus von den Templern recht gut behandelt worden ist. Naja, so stelle ich es mir jedenfalls ein wenig vor. Die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Boah, sei einfach ruhig. Hallo Vivienne. Ihr kommt aus dem Zirkel von Ostwick, nicht wahr? Oberverzauberin Lydia war eine liebe Freundin von mir. Habt ihr sie gekannt? Ja, sie war eine meiner Lehrerinnen. Dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Lydia verfügte über ein umfassendes Wissen. Es heißt, sie wurde von einem ihrer eigenen Schüler getötet, als der Ostwick-Zirkel rebellierte. Ich denke, wir sind uns einig, dass dieser Krieg enden muss. Der Krieg hilft niemandem. Wir müssen ihn beenden und die Ordnung wiederherstellen. Wenn das die Rebellen doch nur auch erkennen würden. Justinias Tod hat das Machtgefüge in Phaedas zum Einsturz gebracht. Wenn wir es nicht rasch wiederherstellen, wird es viele Tote geben. Magier, Templer, unschuldige Seelen in aller Welt, sie alle vertrauen darauf, dass die Inquisition ihr Schicksal besiegelt. Ich werde versuchen, sie nicht zu enttäuschen. Versagen ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können, meine Liebe. Beinahe 1000 Jahre lang glaubte die Welt, sie läge in den Händen des Erbauers. Und nun denken viele, ihr würdet seinen Willen verkünden. Egal, ob das nun stimmt oder nicht, dieser Glaube verleiht euch Macht. Wenn das wahr ist, werde ich sie gut verwenden. Tja, wir werden sehen. Aber ich habe euch schon genug Zeit gestohlen, meine Liebe. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Ja, Vivienne.
Ich weiß, du möchtest ganz gerne die Zirkel alle wieder zurückhaben. Vielleicht will Chasi das ja auch auf irgendeine Art und Weise. Weil es bedeutete ja vor allen Dingen für Vivienne als erste Verzauberin von Montsimart, einer der größeren Zirkel, der Orlesianische Zirkel, hatte sie mit Sicherheit sehr viel Macht, wurde zur Hofverzauberin sogar gemacht und ja, verkehrt mit Ghislain, wer auch immer das ist. Und wer bist du? Verzeihung, ich habe eine Nachricht für die Inquisition, aber irgendwie will niemand mit mir sprechen. Wer seid ihr, Soldat? Cremesius Aklassi, meines Zeichens Mitglied der Sturmbullensöldnertruppe des Bullen. Wir arbeiten meist außerhalb von Orle und Nebara. Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tevinter zusammenrotten. Mein Kommandant, der Eiserne Bulle, bietet euch diese Information kostenlos an. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Was können eure Sturmbullen der Inquisition anbieten? Wir sind loyal, wir sind zäh und wir brechen keine Verträge. Hört euch um in Val Royeaux. Wir haben Referenzen. Was muss ich über euren Kommandanten wissen? Über den Eisernen Bullen? Er ist einer dieser Kunari. Ihr wisst schon, diese großen Burschen mit den Hörnern. Er kämpft immer an vorderster Front. Er bezahlt gut. Und er ist wesentlich klüger als der letzte Bastard, für den ich gearbeitet habe. Und was das Beste ist, er hat Prinzipien. Wir arbeiten für jeden, der uns ein vernünftiges Angebot macht. Bei euch hat er sich entgegen seiner Gewohnheit zum ersten Mal für eine Seite entschieden. Warum schickt euch euer Kommandant mit dieser Nachricht zu uns? Der Eiserne Bulle will für die Inquisition arbeiten. Er findet, ihr leistet gute Arbeit. Ich freue mich schon, diesen Eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Na, das hoffe ich doch, mein lieber Cremesius, dass ihr die Besten seid, die wir kriegen können. Wir nehmen nämlich auch nur das Beste. Hast du Verzauberin Vivienne gesehen? Sie ist der Inbegriff einer Zirkelmagierin. Sie sieht aus wie eine Adlige. Arrogant. Furchtlosigkeit hat nichts mit Arroganz zu tun. Ja. Ein gelehrsames Kind. Oh nein, nicht das schon wieder. Bitte nicht. Ebenso. Liliana, wie geht es dir heute? Wir erhalten weiterhin Berichte über Risse im Nichts und Dämonen. Die Leute sind in Angst und es wird immer schlimmer. Alles, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass es da draußen jemanden gibt, der sie retten kann. Ihr müsst dieser jemand sein. Kein anderer hat auch nur die geringste Macht über die Risse. Verschließt sie. Eure Legende wird sich verbreiten und Thedas wird erfahren, dass man der Inquisition vertrauen kann. Warum wollt ihr, dass ich die aufständischen Magier aufsuche? Was kümmern sie euch? Ich kannte einige Magier. Manche von ihnen waren bessere Menschen als ich. Und doch bin ich frei, während sie es nicht sind. Das ist nicht richtig. Sie nannten euch die linke Hand der Göttlichen. Ja, richtig. Und weiter? Ich würde gern mehr über Justinia erfahren. Wie war sie so? Sie war eine Freundin, eine Mentorin. Genau wie ich hatte sie ihre Geheimnisse. Und genau wie ich hatte sie auch Fehler gemacht. Das machte sie menschlich. Ich denke, ihre Anhänger haben sich darin wiedergefunden. Wie habt ihr Justinia kennengelernt? Ich bin ihr vor langer Zeit begegnet, noch bevor sie die Göttliche wurde. Noch bevor sie Justinia war. Als wir uns kennenlernten, war sie Mutter Dorothea. Ich war an meinem Tiefpunkt. Gebrochen. Verloren. Und sie hat mich gerettet. Nein, nein, Moment. Sie hasst es, wenn ich das sage. Ich habe mich selbst gerettet. Sie hat mir nur gezeigt, dass es möglich war. War da mehr als nur Freundschaft zwischen euch? Ihr wollt wissen, ob wir Liebende waren? Typisch. Ich war ihr ergeben, also muss es ja eine Romanze gewesen sein. Liebe ist gewöhnlich. Liebe ist einfach. Meine Verbundenheit mit Justinia war etwas Größeres. Sie war eine Schwester, eine Mutter, eine Lehrerin. Um also eure Frage zu beantworten, ja, es war mehr als nur Freundschaft. Wir unterhalten uns später weiter.
Also in einem würde ich Liliana definitiv widersprechen. Liebe ist alles andere als gewöhnlich. Einfach, schon gar nicht. An der Liebe muss man immer viel arbeiten, wenn man die Liebe fortsetzen möchte. Also Liliana, nein, so ist Liebe nicht. Ich weiß selber nicht genau, wie Liebe ist, aber so ist sie jedenfalls nicht. Und das ist doch interessant. Justinia, die große Justinia, war Schwester Dorothea. Ja. Und ihr wisst ja, ne, Origins, da gab es ja einen DLC, da ging es um Liliana, um ihre Verbindung zu einem Magier, einem Ausgestoßenen oder besser gesagt einem Abtrünnigen, den wir nur am Rande auch in Teil 2 nochmal sehen durften. Das war ein großer Freund von Liliana, als sie noch sehr aktiv in ihrem Bardentum war. Und sie wurde gerettet, oder wie sie es gerne darstellt. Justinia, damals noch Dorothea, hat dafür gesorgt, dass sie sich selber rettet. Aber das war schon interessant, dass sie sagte, dass für Liliana, hat man das Gefühl, ist Dorothea noch nicht wirklich tot. Kann sein, dass es einfach an ihrer Trauer liegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Unterhalten wir uns mal mit Solas. Hallo Solas. Die Bresche zu schließen ist natürlich unser vordringliches Ziel. Doch ich hoffe, wir finden vielleicht auch das Instrument ihrer Erschaffung. Ein Artefakt von derart gewaltiger Macht ist gefährlich. Das hat die Vernichtung des Konklaves mehr als bewiesen. Denkt ihr nicht, dass das, was auch immer die Explosion verursacht hat, dabei zerstört wurde? Ihr habt doch auch überlebt, oder etwa nicht? Das Artefakt, das die Bresche erschaffen hat, ist anders als alles, was dieses Zeitalter je gesehen hat. Ich werde erst glauben, dass es zerstört ist, wenn ich seine Bruchstücke mit eigenen Augen sehe. Was auch immer die Bresche erschaffen hat, muss gefunden werden. Lilianas Leute haben das Gebiet in der Nähe der Explosion bereits abgesucht und nichts gefunden. Was auch immer dieses Artefakt war, es ist nicht mehr dort. Nun, wie dem auch sei, kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Ich würde gern mehr über euch erfahren, Solas. Warum? Ihr seid ein Abtrünniger, aber dennoch habt ihr eure Freiheit aufs Spiel gesetzt, um der Inquisition zu helfen. Kein besonders weiser Entschluss, wenn man es so betrachtet. Ich schätze eure Arbeit, Solas. Ich wüsste einfach nur gerne mehr über euch. Verzeiht mir. Angesichts der Furcht, die in der Luft liegt, was wollt ihr wissen? Was hat euch bewogen, das Nichts zu studieren? Ich wuchs in einem Dorf im Norden auf. Dort gab es nicht viel, was das Interesse eines Knaben wecken konnte, der noch dazu von Magie beseelt war. Aber wenn ich schlief, gewährten mir die Geister des Nichts Einblicke in Wunder, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich schätzte meine Träume. Wach zu sein, dem Nichts entrissen, war eine Qual. Haben die Geister euch verführt? Nicht mehr, als euch eine bunte Frucht verführt, sie zu essen. Ich lernte, mich gegen die aggressiveren Geister zur Wehr zu setzen und mit dem Rest friedvoll zusammenzuwirken. Ich lernte, meine Träume bei vollem Bewusstsein zu kontrollieren. Es gab schließlich so viel, was ich erkunden wollte. Ich nehme an, ihr habt nicht euer ganzes Leben mit Träumen verbracht. Nein. Irgendwann fand ich im Nichts keine neuen Bereiche mehr. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, das Nichts reflektiert die Welt, die es umgibt. Ich musste also reisen, um etwas Neues zu finden. Zweitens, das Nichts spiegelt unsere Fantasie wider und wird durch sie begrenzt. Um interessante Gebiete zu finden, muss man selbst interessant sein. Habt ihr euch deshalb der Inquisition angeschlossen? Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil wir alle in schrecklicher Gefahr sind. Wenn unsere Feinde die Welt zerstören, könnte ich meinen Kopf nirgends mehr ablegen, während ich vom Nichts träume. Na dann, viel Glück. Danke. Die Wahrheit ist, ich habe es genossen, mehr vom Leben zu erfahren, um mehr vom Nichts zu ergründen. Inwiefern? Ihr stellt euren Willen, um die Magie zu beherrschen und der Besessenheit zu trotzen. Euer unerschütterlicher Fokus ist nur ein Nebeneffekt. Ihr habt einen Weg eingeschlagen, dessen Mühsal ihr nicht scheut, weil er euch an ein erbauliches Ziel führt. Genau wie ich. Ihr habt gesagt, ihr werdet an viele verschiedene Orte gereist. Die Welt oder die Erinnerung an sie wird im Nichts reflektiert. Träumt in alten Ruinen und ihr seht vielleicht eine Stadt, die längst versunken ist.
Einige meiner schönsten Erinnerungen fand ich in verfallenen Städten, die schon lange keinen Schatzsucher mehr anlockten. Am besten sind die Schlachtfelder. Dort drücken die Geister so vehement gegen den Schleier, dass ihr ihn mühelos durchschreiten könnt. Denkt ihr dabei an ein bestimmtes Schlachtfeld? Ich träumte in Ostagar, war Zeuge der Brutalität der dunklen Brut und des Heldenmuts der Ferelden Krieger. Ich sah, wie Alistair und die Heldin von Ferelden das Signalfeuer entzündeten und Loghains ruchlosen Verrat an Kaelins Truppen. Ich kenne die Geschichten. Es wäre interessant zu hören, wie es tatsächlich war. Genau darum geht es. Im Nichts sehe ich Reflexionen erschaffen von Geistern, die auf die Gefühle der Krieger reagieren. In einem Moment sehe ich heroische Wächter, die das Feuer entzünden und einen machthungrigen Unhold, der mit höhnischem Grinsen König Kaelin verrät. Dann sehe ich plötzlich eine geschlagene Armee und einen kampferprobten Kommandeur, der sich weigert, noch mehr Soldaten sinnlos zu opfern. Und ihr könnt nicht sagen, was real ist? Es ist das Nichts. Sie sind alle real. Habt ihr eure Studien immer alleine betrieben? Ganz und gar nicht. Ich pflege viele langjährige Freundschaften. Mit Geistern der Weisheit zum Beispiel. Sie sind besessen von altem Wissen und freudig bereit, alles, was sie gesehen haben, weiterzugeben. Auch Geister der Zweckmäßigkeit halfen mir. Selbst Irrlichter, neugierig und verspielt, wie sie sind, wiesen mich zu Schätzen, die ich übersehen hatte. Ich kenne keine Geister dieses Namens. Sie kommen nur selten in diese Welt. Und wenn sie es tun, überlebt ihr Wesen nur selten die Entblößung vor den Leuten, auf die sie treffen. Weisheit und Zweckmäßigkeit verkommen allzu leicht zu Stolz und Wollust. Soll das heißen, ihr habt euch mit Dämonen des Stolzes und der Wollust angefreundet? Für mich waren sie keine Dämonen. Was meint ihr damit? Das Nichts reflektiert die Gedanken der Lebenden. Erwartet ihr von einem Geist der Weisheit, dass er ein Dämon des Stolzes ist, dann passt er sich an. Und wenn euer Geist frei von verderblichen Einflüssen ist, wenn ihr die Natur des Geistes versteht, dann können sie echte Freunde sein. Ich bin beeindruckt, dass man sich mit Geistern anfreunden kann. Jeder, der zu träumen vermag, hat das Potenzial dazu. Aber nur wenige versuchen es. Meine Freunde waren in guten wie in schlechten Zeiten bei mir. Weil sie jedoch keine Form haben, wie wir sie kennen, sind Geister in den Augen der Kirche keine Personen. Wird Cassandra durch ihre Wangenknochen oder durch ihren Glauben definiert? Oder Varric definiert ihn, sein Brusthaar oder sein Verstand? So hatte ich das noch gar nicht gesehen, aber ich verstehe, was ihr meint. Ich danke euch. Nur wenige sind bereit, einen solchen Gedanken in Erwägung zu ziehen. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal, mein lieber Solus. Das war ja mal recht interessant. Solus und das Nichts. Das behalten wir mal besser ein wenig im Hinterkopf. Weil da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Und wie er schon sagte, ist schon interessant. Ne? Auf der einen Seite siehst du in Ostagar den Verrat. Und also ich stelle mir das vor, dass ihm das Nichts nicht nur die ganzen Bilder zeigt, sondern ihm unter Umständen so einen leichten Hauch präsentiert von den Gefühlen, die diese Geister in dem Augenblick hatten. Interessant. Ja, aber wenn ich dann so auf den Wecker schaue, würde ich sagen, mache ich jetzt einen Schnitt. Es sind noch Gespräche zu führen in Haven, das werden wir auch tun, allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der Folge, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!